Grüß Gott. Au! Ich muss mich kurz striegeln. Man sieht mich gar nicht richtig. Was ist los hier? So scheiße. Hello, das ist jetzt mein Intro. Einfach dieses Hello. Mega, lieben wir. So, Freunde. Könnt ihr bitte kurz meine Locken appreciaten? Ich habe eine neue Lockenmethode angewandt und ich lieb's. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, weil ich öfter mal gesehen habe und gelesen habe, dass ihr wieder mal ein Q&A von mir haben wollt. Deswegen habe ich einen Fragensticker in meine Story gepackt. Die wird mir jetzt stellen, ich werde sie beantworten. Ich habe erst eine Frage davon gelesen, die war, wie geht's dir? Also von daher habe ich nicht viel gesehen. Ja gut, also wie gesagt, die fangen gleich mal an. Die meist häufigst gestellte Frage war, wie es dir geht. Also, wie geht's mir? Ich würde sagen, so ein gutes Mittelmaß zwischen super gut und total beschissen. Lieben wir. Über meine mentale Gesundheit reden wir einfach mal nicht. Ich glaube, es ist besser so. Aber körperlich geht mir ganz gut. Nee, man muss auch sagen, mental geht es mir auch relativ gut. Mittlerweile wieder. After 2 weeks. My best friends are... Jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein, aber ist in Ordnung. Nee, wird schon wieder. Ich bin wieder auf dem Weg. Bin wieder auf dem Weg der Besserung, sagen wir es so. Mr. Lina, was ist in seiner Kamera? Das, wie dachte ich gerade, nass da. Okay, machen wir gleich mal weiter. Und zwar, deine erste Freundschaft durch die Lina. Oh. Boah, jetzt komme ich gleich die Tränen hier. ganz. Ja, es wird immer zu nah hier. Ganz funny Story eigentlich. Am 23. Februar 2018 war ich das erste Mal auf einem. Nein, das stimmt nicht. War ich das zweite Mal auf einem Lina-Konzert. Ich hatte das erste Mal VIP. Und da habe ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt. Und das war die Anni. Und mit meiner liebsten Anni bin ich bis heute noch befreundet. Okay. Lots of love to you. Meine erste Freundschaft. Sie besteht immer noch. Okay, was schätzt du am meisten an deinen Freunden, wenn wir gleich mal Ich dachte, das Video geht gar nicht so lang. Haha. Falsch gedacht. Sieht man sie? Baby left the chat. was ich an meinen Freunden am meisten schätze. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, okay, das klingt echt voll traurig, aber ich habe abgesehen von Lina und Tilman, also von den Freundschaften, die ich durch Lina und Tilman geschlossen habe, habe ich keine Freunde. Also doch schon, so will ich jetzt nicht sagen, aber so meine allerengsten Freunde habe ich durch Lina und Tilman kennengelernt und das, finde ich, ist auch so eine... Ja, ich habe sonst keine Freunde. Ich habe sonst keine Freunde, tut mir leid. Nee, aber gerade da... Ja, was ich am meisten an meinen besten Freunden schätze, ist, dass sie mich sehr, sehr gut kennen und sofort wissen oder sofort halt an mir erkennen, ob es mir gerade gut geht oder ob es mir eben nicht so gut geht. Oder wenn ich sage, jo, mir geht's voll gut. Und die sich so denken, ja komm, rede doch so einen Scheiß nicht ein. Ja, dass die einfach immer für mich da sind, immer hinter mir stehen, mich unterstützen. Und man auch mal streiten kann und man trotzdem weiß, man ist immer voneinander da und... Man liebt sich genauso, wie man ist. Und ja, das liebe ich sehr an meinen Freunden. Okay, was ist denn, oder wie war dein erstes Lina-Konzert? Also, als sie auf die Bühne kam und so. Hohoho! Dazu gibt es eine ganz lustige Geschichte. 2016 ist die gute Lina auf die Wie ich Bin-Tour gegangen. Auf ihre allererste Tour. Ich zu meiner Mutti so, oh mein Gott, weil das Ding, ich hatte noch kein Instagram. Und ich war zur gleichen Zeit, also 2015, 16, ja, und 17 auch noch so ein bisschen, war ich von einer Filmreihe Fan, von der indischen Trilogie. Und auch so halt von den Schauspielern, also von den zwei Hauptcharakteren. Und die Premiere von Zwarte Grün vom letzten Teil und das Lina-Konzert, halt 2016, war am selben Tag. Und meine Mutter meinte, dass sie nicht möchte, dass ich, so jung wie ich bin, auf ein Konzert alleine gehe, weil sie halt nicht mit auf ein Lina-Konzert kommen wollte, wo ich mir jetzt auch denke, danke. Und sie meinte aber, ich darf auf diese Premiere gehen. Und deswegen war ich 2016 an diesem Tag
nicht beim Lina-Konzert, sondern bei einer Premiere, wo mindestens genauso viele Leute waren. Aber war es in Ordnung. Lieben wir. Und ja, dann durfte ich 2017 finally auf ein Konzert mit einer ja, ehemaligen Freundin, würde ich sagen. Und ja, das war für mich total krass, weil so Lina das erste Mal sehen nach so vielen Jahren Fan sein, so als reale Person auf der Bühne. Und es war für mich ein kompletter Adrenalinkick, als einfach runtergezählt wurde, haben wir damals auch gemacht. Und als sie dann einfach auf die Bühne kam, das war so, pff. Und ich habe ja auch Tillmann da das erste Mal so richtig gesehen und das war so, oh mein Gott. Ja, also es war sehr, sehr krass und überhaupt nicht vergleichbar mit den Konzerten jetzt. Also meine Reaktion, wenn Lina jetzt auf die Bühne kommt, ist nicht ansatzweise damit zu vergleichen, wie ich mich gefühlt habe, als Lina 2017 auf die Bühne kam. Holla die Waldfee, das war ein anderes Level von Fangirling. Yes. Mhm. Was war denn dein allerschönstes Konzert von Lina und Tilly? Das ist ganz einfach zu beantworten. Also von Lina war mein allerliebstes Lieblingskonzert das Konzert letztes Jahr in Köln am 17. Ich weiß das Datum nicht mehr, oh mein Gott. Schande über mein Haupt. Also auf jeden Fall letztes Jahr 2021 in Köln und von Tillmann. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Also ich muss sagen, es gab ja erst 7. Auf allen 7 war ich. Und es ist schwierig zu sagen. Also Stuttgart war für mich ein kleines Highlight, weil ich einfach gefühlt den ganzen Tag mit Tillmann verbracht habe. Mit unserer Gang. Und auch das Konzert so mit dem VIP und so. Aber ich muss auch ehrlich sagen, warte mal, wo war das andere denn? Bin ich gerade doof? Welche? Berlin war erste Sahne. Aber da war noch eine andere Stadt. Welche Stadt war denn noch so toll? Köln! Köln! Köln war auch ne Kirsche mit einem Sahnehäubchen. Nee. Sahnehäubchen mit Kirsche. Sahnehäubchen mit Kirsche. Liebe Glitzerstrahler-Fan möchte von dir gegrüßt werden. Oh, mein Emsilein. Ganz liebe Grüße an dich. Okay, ich muss dir die Matchbilder schicken. Hoppala. Ups, mach ich heute noch. Hoffentlich. Allerletzte Frage ist: Was ist denn dein Lieblingstreffen mit Lina? Liebstes Treffen mit Tillmann. Das ist eine ganz einfache Sache, das war definitiv Stuttgart. Ich glaube, es gab wirklich kein Treffen, was das noch hätte toppen können, so rum. Aber nee, definitiv bei seinem Konzert. Ne? In Stuttgart. Das ist mir gerade schon gerade eingefallen, der Name. Und bei Lina, boah. Ich würde sagen, einmal das Treffen bei deinem Song, das war irgendwie voll besonders, auch wenn es nur sehr kurz war und, also was heißt sehr kurz, aber so mit sehr viel Menschentrubel drumherum, aber bei deinem Song habe ich Lina das erste Mal ganz alleine getroffen, also es war so ganz kurze Storytime dazu, weißt du, ich gehe in dieses Studio da rein und mir war bewusst, dass ich der einzige Mensch bin, der da für Lina da ist. So, ich meine, das ist dein Songfinale, so niemand war für Lina da. Ja, außer war ich. Für seine Familie da. Alle waren für die Finalisten da und sowas. Oder halt, ja, generell irgendwelche Promis da noch, die irgendwie Paten waren oder sowas. Und das Witzige war, ich saß neben der Familie, die auch gar nicht so gut Deutsch gesprochen hat. Ich meine, wir haben uns trotzdem voll gut verstanden, auch kommunikativ und sowas. Aber so, diese Frau kannte Lina nicht mal. Und ich war da so voll am Hyperventilieren. So, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wann Lina drankommt. Ich will so, Hilfe! Und ich saß da ganz alleine. Und dann kommt auf einmal so Nico an mir vorbei. Und ich so, Hilfe! Weil ich das überhaupt nicht... Ich konnte mich halt nicht mal darauf vorbereiten, weil ich halt nicht wusste, wann die dran ist. Dann läuft einfach Nico an mir vorbei. So, Hilfe, mein Gott! Ja, und die Story, die kennt ihr ja schon von Instagram.
Und es war irgendwie so, ich weiß auch nicht, Lina hat ja auch irgendwie mehr oder weniger gewusst, dass ich so die Einzige war, die halt für sie da ist, weiß ich nicht. Und so hat sie sich halt auch verhalten. So, ich war irgendwie so, Lina war so voll auf mich fokussiert, als ich halt bei ihr war. Und es war so, oh mein Gott, es waren so voll viele Menschen um uns rum nach der Show. Und ich gehe so zu ihr, oder sie winkt mich halt so zu ihr. Und Lina hat sich so voll viel Zeit für mich genommen und hat so getan, als ob niemand anders um uns rum wäre, außer ich. Das war so... Jesus fucking Christ. Und ansonsten, ich würde sagen, das Treffen vor dem Hamburg-Konzert bei Tillmann war auch sehr schön. Es war zwar auch relativ, naja, obwohl es war nicht kurz, nee. Die hat sich schon relativ viel Zeit bei uns genommen. Und, boah, ich vergesse safe gerade ein Treffen, was so voll krass war. Boah, Schande über meine Haupthilfe. Also ich kann immer nur noch sagen, der 17.11.2019 bei Dancing on Ice, das war holla die Malfee. Das war ganz anderes Level. Aber ansonsten... Muss ich jetzt ernsthaft nachschauen, das ist wirklich traurig. Ja, achso, und ich würde vielleicht noch das Treffen bei Sing für Frieden mit dazu nehmen, weil... Ja, wir hatten einfach voll viel Zeit mit Lina und es war so voll schön. Ja, that's it. Ja, supi. Ich hoffe, euch hat das Q&A ein bisschen gefallen. Das machen wir gleich nochmal. Ich bin noch nicht ganz wach, es tut mir leid. Ich hoffe, euch hat das Q&A ein bisschen gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder Feedback oder neue Fragen für irgendein neues Q&A in einem halben Jahr oder so, weil das letzte Q&A war auch ungefähr ein halbes Jahr her. Und soll ich mein Handy wiederbekommen? Und ja, falls ihr irgendwelche Video-Ideen, Video-Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommis. Und yes, dann bis bald. Tschüssi.